Da sind wir auch schon vor Ort und das Spiel geht dann auch schon direkt los. Ich hoffe, dass wir nach dieser 3:0 heftigen Niederlage aus diesem Trott rauskommen und einfach mal die 60er besiegen können. Beginnt ganz gut, aber ist natürlich ohne Hoffnung, dass dieser Ball reingehen könnte. Auf geht's, Jungs. Paolo Agostino. In den Lauf von Spicher! Spicher und Duftner! Telling. Jens, du bist alleine vor dem Tor. Wenn du den nicht machst, wirst du ausgewechselt. Er macht ihn nicht. Dann wird der zweite Halbzeit ausgewechselt. Außer er macht dann irgendwie noch 2, 3 Tore. Ey, dieser Mensch läuft alleine auf den Torhüter zu. Und Hoffmann kann den Ball im Tor halten. Was frage ich mich da, seit wann spielt denn jeden Stürmer? Egal, Lopa. Telling! Lukas Telling. Da zeigt er gleich mal wieder, warum er gefehlt hat. So, Jens, mit Heidel alleine vor dem Tor. Er ist kein Ego. Wenn er Glück hat, darf er bleiben. Das finde ich aber richtig gut. Gegen Costa durchgesetzt. Und was macht er, anstatt selbst drauf zu schießen? Er legt ab. Super. Ein toller Mensch, dieser Jens. Das hat er mit Absicht gemacht, bestimmt. Brenzka und Duftner. Ist eine Konstante im Tor. Aber letztes Jahr hat ja dieser Trainer von denen einen Fehler gemacht und ihn rausgenommen. Ja, was der sich damals gedacht hat, weiß ich auch nicht. So, 30 Minuten vorbei und wir führen noch 1:0. Das ist natürlich super. Roman Theiss. Theiss! Spicher. Komm, Jungs, jetzt das 2:0 machen. Wenn man sich so hinten reindrücken lässt, dann fällt irgendwann das zweite Tor im Spiel. Aber das erste für die anderen. Auf geht's, Jungs. Nochmal vor der Halbzeit noch ein Tor machen. Das wäre natürlich jetzt total wichtig. Lopal. Heidel. Flanke in die Mitte. Lamotte Fehler, Jens! Da war er doch! Ey, da war er doch! Heidel, Freistoß! Telling, Tor! Lukas, Telling, da merkt man, warum er gefehlt hat, ey. Oh, Jens, da springt Hoffmann gut rein, aber da steht Lamotte zu weit weg von Telling und er macht ihn rein. Lukas, Telling. Oh, er hat doch einfach nur gefehlt. Lukas Telling. Und Duftner, was los? Du hast so gut gespielt, aber wir führen 2:0. Wen kann ich schon reinbringen? Blas Henrich kommt später rein, aber später erst. Der Vorteil ist, wenn man so 2:0 führt, kann man auch ein bisschen experimentieren. Aber nicht, wenn man 2:1 führt. Oh, Glück gehabt. Bei 2:1 wird es immer so ein bisschen heftig, weil dann machen die noch ein Tor und dann steht es 2:2. Nein. 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 Warum ist Nakatata verletzt? Muskelfaser ist 3 Wochen Pause. Ey, das ist mein wichtigster Spieler. Wer hat den umgekrätscht? Shit. Kann der nicht irgendeiner mal Sechser spielen? Kann Heidel Sechser spielen? Nein, natürlich nicht. Lopa kann's auch nicht. Telling kann der es? Nein. Dann, ja, wir finden ja 2:0, da kann ich doch mal auch ein bisschen rumexperimentieren. Dann stell dich um auf ein 4-1-2-1-2. So, jetzt muss ich nur noch die Position. Weil mache ich das so. So, und dann kommt Blas Henrich rein. Perfekt. Aus dem Nötigsten noch das Beste gemacht. Wer hat denn umgegrätscht? Steht nicht da, Mist. Heidel. Simmel. Simmel. Ja, Hoffmann. Grimm hat den umgegrätscht. Ich hab's gelesen. Da stand, Grimm wird verwarnt. Also, Grimm hat den umgegrätscht. Ich kaufe sie mir bestimmt dann irgendwann mal, wenn ich Geld habe. Und dann lasse ich nur noch auf der Auswechselbank schmoren. Zerni. Agostino! Was macht denn Duftner und Agostino denn da? Was machen denn beide da? Ich könnte mal wieder wechseln. Ach, Bachli kommt auch mal rein. Er hat lange nicht mehr gespielt. Und der überragende Jens geht auch mal raus. Ja, was macht denn Agostino denn da? Vom leeren Torstand her. Foul an Janka habe ich da gesehen. Hoffmann. Spicher! Bachli wirft sich da rein. Sag mal, wollen die mich verarschen?
Ich hab doch gerade dreimal gewechselt. Jetzt muss ich schon einmal weniger spielen. Nein, Simmel, du musst jetzt leider durchspielen. Was hat er denn? Leistungserum, da kann man nochmal durchspielen. Bestimmt war es wieder dieser Grimm. So, 90. Minute. Roman Theiss. Verzweiflungsschuss. Rippe-Chip. Janka, wir sind zu zweit. Na, jetzt nicht mehr. Oberlechner holt sich den Ball. Theiss. Powerplay jetzt von 68 München. Wenn man das so nennen kann. Und das Spiel ist dann vorbei und wir haben 2-0 gewonnen. Das ist schon mal super. Das ist super. Das ist richtig super. Durch Tore von Heidel und Telling. Das heißt, wir sind nur noch Zwölfter. Und Bremen hat jetzt beide Spiele verloren und ist Letzter. Und wir sind Zwölfter. Naja, und ich spiele auch noch gegen Werder Bremen. Naja, da kannst du mal für die 3 zu 1 Revanche, die ihr ja leider nicht gesehen habt, revanchieren. Ich glaube, mir fehlt jetzt ein Linksverteidiger. Habe ich irgendeinen Spieler, der Linksverteidiger spielen kann? Außer Sinnel. Vielleicht mein Grimm. Ja, kann ein bisschen. Er ist noch verletzt. Ach so, ja, Nakatate. Ladewig. Naja, die anderen müssen ja jetzt im DFB-Pokal spielen und ich bin aus irgendeinem Grund nicht, oder wir sind aus irgendeinem Grund nicht dabei. Du kommst jetzt, Mann! Eigentlich brauche ich den nicht. Der ist mir nicht so viel wert. Naja, Dauerkarten habe ich weniger verkauft wie letztes Mal. Uffolo Paar wird nominiert für die deutsche Nationalmannschaft. Wie geil! Aber ich habe gar nicht Kader nominiert. Das ist natürlich super. Naja, ich habe genau zwei Hoffnungen. Luke Wähler kommt rein. Ich habe genau zwei Hoffnungen, dass Suda, den kenne ich auch, den hatte ich auch schon mal beim Team, auf einem anderen Spiel, und Mifsud und Ebeja dieses Ding irgendwie retten. Dieses Spiel werde ich mir hundertprozentig nicht angucken. Außer das Spiel wäre irgendwie gegen Deutschland oder so, dann vielleicht. Jawohl, Matteo Valli ist da, daher brauche ich diesen anderen dann nicht, diesen anderen Spaßvogel. Ja, aber ich freue mich, dass Uwe Lopar bei mir in der letzten Saison keine Rolle gespielt hat, dass ich ihn ausgeliehen habe nach Benfica Lissabon. Ja, guck mal. Er hat bei mir in der Hinrunde nur zwei Spiele gemacht. Bei Benfica Lissabon hat er in der Rückrunde auch nur zwei Spiele gemacht. Jetzt sind zwei Spiele vergangen und er hat beide gespielt. Super. Hat er überhaupt schon mal ein Tor gemacht? Nein, aber eine Vorlage. Oh, super. So, Matteo Valli ist da. Den könnte ich zur Not auch auf der rechten Seite spielen lassen, weil er das auch kann. Zur Not geht immer alles. Olivier Ocean, den brauche ich auf jeden Fall. Ich habe genug Stürmer, fällt mir gerade auf. Wenn die ganzen anderen auch noch kommen, wie Frick oder so, dann habe ich zu viele Stürmer. So, Frick ist da. Mifsud ist da. Und wer kommt noch? Ach gut, noch erstmal keiner, aber trotzdem. Wer ist verletzt? Ich habe viel verletzte Spieler. Mifsud ist ja auch weg, weil er bei mir in der Nationalmannschaft ist. Ich habe einfach zu viele Stürmer. Warum habe ich mir Stürmer geholt? Ach, Janka, geh mal weg. Verkaufen. 1,3 wert, also machen wir 1,1, 1,1 Million weg. Bis 22 fangen mit deinem Leben irgendwas an. Wo ist Platz Henrich doch? Oh. Den vielleicht nicht mehr von der Transferliste nehmen. Und dann verkaufen. 50.000 reicht. So, Leute. Ja, es geht weiter mit Fußballmanager 06. Ich habe gerade ein kleines Problem. Mein PC ist mitten in der Aufnahme abgestürzt. Und ich habe versucht, die ganzen Spielstände, das heißt bis zum Spiel gegen 78 München, ob es gespeichert hat. Es hat nämlich nicht gespeichert. Daher habe ich das Videomaterial, aber nicht den Spielstand mehr. Das heißt, ich musste nochmal vom 1.7.2006 anfangen. Das heißt, ab Saisonbeginn, da hatte ich ja gespeichert. Und es gibt ein paar kleine Veränderungen.
Ich bin nicht mehr Nationaltrainer von Malta, sondern von Andorra. Die haben mir halt Angebot gemacht und habe ich anstatt Malta Andorra genommen. Was weiter neu ist, die ganzen Spieler, die ich mir gekauft habe, das heißt die Liechtensteiner, diese San Marinesen da, aus Spaß, sind alle da. Ich glaube hier Frick hat auch schon ein Spiel gemacht, sogar schon zwei Spiele. Dieser Nakatata ist auch schon da. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Platz wir standen. Das muss ich nachgucken. Auf jeden Fall sind wir jetzt Achter. Das erste Spiel haben wir gewonnen, das zweite haben wir verloren. Ja, tut mir leid, ich find's auch total scheiße, in Anführungszeichen. Aber was soll ich machen? Ja, das waren eigentlich schon die gröbsten Veränderungen, die es gibt. Ja, also, Veränderungen gab's nicht. Ich muss ja gegen... Ah doch, ich glaube, ich war nicht Achter. Ich war, glaube ich, Zwölfter oder so. Jetzt muss ich das Spiel gegen Bremen halt normal weiterführen. Also, das dritte Spieltag Bundesliga beginnt ganz normal. Wie auch so begann. Nur ich glaube, meine Spieler sind jetzt ein bisschen motivierter als vorher. Vielleicht war es ja auch Bestimmung, dass es so sein sollte. Und jetzt, anstatt dass wir dann irgendwie absteigen, was ich nicht hoffe, weil dann wäre das Spiel vorbei, sondern dass wir getrost sein können, hier normal aufzusteigen. Ich habe auch die Aufstellung ein bisschen geändert. Ich hatte ja vorher dieses 4-2-3-1, dieses moderne. Und jetzt spiele ich im 4-4-2, weil ich einfach so viele Stürmer habe. Und anstatt mit einer zu spielen, ich habe glaube ich jetzt 6 Stürmer. Da kann ich sogar 7. Kann ich nicht nur mit einer Spitze spielen. Und Opa ist er, der war 5 Wochen verletzt, der glaube ich Mittelfußbruch. Der ist nicht verletzt, der hat sich sorgenfrei über die Vorrunde, über die, ja, Vorrunde, über die Vorbereitung gespielt hat. Ich habe es geschafft, genau die gleichen Spiele zu machen. Das heißt, Bremen im Ligapokal, Manchester United und ja, wie heißt der? Trabzonspor, genau. Und dieser Ebeya, der in der Aufstellung ist, das ist dieser eine Malteser, den ich mir geholt habe. Und ja, sonst war es eigentlich, den werde ich aber wahrscheinlich wieder rausnehmen, weil der einfach mal zu schlecht ist. Da wird Lopar spielen, höchstwahrscheinlich. Mache ich mal. Und dann gehen wir auch zum Spiel gegen Werder Bremen. Bis gleich.